das auf YouTube auf? Wo kommt ihr her? Aus Grün. Grün. Ich hab mal rechts da, wo der Dieter Borg das Bordell da hat, auf der rechten Seite, da habe ich mal gewohnt. Also es stinkt ganz schön hier. Ja, ehrlich. Ja, ich gehe noch ein Stück weiter. Schaffen noch. Was hast du für ein tolles Auto hier? Der e-tron GT. Habe ich noch nie gehört von. Nee? Also ich war früher Audi-Fahrer und ich habe bei der VW Leasing in der Rechtsabteilung. Ich musste den kleinen Jungs die großen Autos immer wegnehmen, weil sie nicht bezahlt haben. Ja, ja. Den Wolfgang Hartmann kenne ich auch. Na bitte. Ja, Mensch. Und Alfred kenne ich auch und Michael Roth kenne ich auch. Schön. Die ganze Bande. Die ganze Bande. Kennen Sie auch, ne? Ja, aber stimmt. Und was machen Sie da? Was machen Sie da bei... Bitte verkauf Audi. Bitte? Verkauf Audi. Beste Auto, ne, der Welt, oder? Absolut. Also ich war der Erste hier in Wolfsburg in der Rechtsabteilung. Der war auch in schwarz, metallic. Exit-Felgen, ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. Nee. Und ABT Rundumschwiller. Das Ding hat 60.000 gekostet. Und der Herr Müller in Delmenhorst, ich mach mal auf... Ja, okay. So, hier gehen wir jetzt zur Käferreihe. Ich habe das alles wieder nicht gewusst. Wow, gleich ein schönes Bild. Ein Rot sieht da auch schön aus. Oh, mit Paddel. Und Skier. Für die Berge und fürs Meer. Toll, toll. Ah, Käferklopfen. Oh, unten. Warte. Naja. So, Wolfsburg lebt nochmal auf. Oh, der hat ja eine spannende Farbe. Also mein erster Golf, ein Golf 1, der war in Marsrot. Es könnte sein, das ist so meine Lieblingsfarbe gewesen früher. Mein erstes Auto war Cliffgrün. Passat, Bob TS. Bob T390, kann ich mich noch gut erinnern. Tolles Auto, der sieht schön aus. Mhm. So, alles gesehen. So, na gut. Ja,
Hier ist unser Finanzbereich. Zwei starke Banken. Und bei mir sind es die Gedanken. Ja, wunderschön. Ja, die klassische Toilettenrolle unter gehäkeltem Hütchen. Reisekoffer. Toll. Ja. Ist das deine? Ja, Hannelore. Ja? Darf ich da, was da, wie viel PS hat dein Wagen? Aber das ist doch Rolls-Royce. Und wie viel PS hat dein Auto? Das hier? Ja. Du hast ja, du hast ja einen Persianer. Der ist aber nicht echt. Nee. Aber gute Firma. Ja, warte, ich muss mal ausmachen. Warum machst du? Ist das deiner? Nee, ich fahre gar nicht. Ich habe gar kein Auto. Aber ich habe mehr PS als die Autos zusammen. Das weißt du doch. Aber ja, gut, ja, ist, du bist ja echt ein Topmodel hier. Meine Herren. Ja. Ich möchte